Hey Leute, es gibt wieder ein Whippin-Bastel-Video. Ja, er ist endlich da. Der Shaker. Endlich. Juhu. Der kommt in Whippin rein, aber bevor ich hier jetzt die Scheibe alles abbaue und den Monitor rausreiß, für den Eumel hier die Löcher bohre, wird mit vier Schrauben festgeschraubt. Ja, werde ich erstmal hintergehen, um hier die Anschlusskabel anzulöten. Die werden dann nach innen verlegt und da rausgeführt. Wie es weiterführt, muss ich noch gucken. Vielleicht mache ich unten eine Lüsterklemme hin, ja, dass man den einfach losmachen kann und nicht direkt verlötet ist. Was ich jetzt aber als Mechaniker sagen muss, die Dinger hier rotieren ja wie blöd und ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl, wenn die so ungeschützt rumeiern da drin. Da kommt der Mechaniker bei mir wieder raus. Ich denke, ich werde mir hier vielleicht noch außen einen kleinen Schutz hin machen. Sollten sie mal davon fliegen, was ich nicht hoffe. Ja, dass sie dann im Schutz hängen bleiben oder so und man nicht irgendwie eine Platine oder einen Monitor von unten durchschlagen oder irgendwas. Ja, ich gehe jetzt halt nicht davon aus, dass die davon fliegen, aber man kann nie wissen. Und wie gesagt, ich Mechaniker kann nichts dafür. Ja, was ist noch gekommen? Die neue Abschlussleiste für hinten, damit das krumm gewordene Buckelzeug rauskommt. Die ist aber hier jetzt gerade und die Scheibe geht ja leicht schräg nach unten. Das heißt, wir müssen das untere Teil biegen, wieder warm machen und umbiegen. Aber ich habe es gesehen, wie es letzte Mal gemacht worden ist und habe dazu eine Idee, wie ich das jetzt machen werde. Aber das sehen wir oder seht ihr dann hinten. Also, dann packe ich hier jetzt zusammen, gehe hinter, bereite das alles vor, mit euch natürlich. Ja, und dann können wir hier weitermachen. Und ich hoffe, dass mein Akku noch durchhält. Sonst muss ich den auch noch zum Laden hinhängen. Attacke! Oh Mann, steht hier viel Krusch rum mittlerweile. So Leute, zwei Käberle. Gelb ist Plus, lila ist Masse. Hier habe ich ja Gott sei Dank einen roten Punkt drauf, da weiß ich, was Plus ist. Werde ich jetzt abisolieren, da anlöten, dann hier rüberführen, mit dem Kabelbinder noch hier am Motor festmachen und dann hier an der Seite mit so Ader-Endhülsen einfach eine Lüsterklemme und entweder finde ich eine kleine Schraube oder irgendwas, wo ich da durchkomme, genau in der Mitte zum Festschrauben und ich klebe das Ding irgendwie dann einfach daneben. Das bereite ich jetzt mal alles vor und ja, dann zeige ich es euch. Trotz heftigen WhatsApp-Gedönse habe ich es jetzt endlich fertig gebracht, hier die Kabel anzulöten, das Kabel da rumzulegen und hier rauszuführen mit einer Schelle, mit einer Lüsterklemme. Und ja, muss ich gucken, ob von vorne so eine Schraube passt, wo ich da habe. Ja, und dann wird es einfach festgeschraubt und da die anderen zwei Kontakte und kann man es jederzeit wegnehmen. Und jetzt schaue ich hier noch nach dem Schutz, ob ich da nicht auch noch schnell was basteln kann. Und das Handy nervt schon wieder. So Leute, ja gut, das habe ich im Schraubstock schnell umgebogen, aber ansonsten frei Schnauze, Freihand gebogen. Und ja, ich hoffe, dass ich es nachher überhaupt in den Whippin reinkriege, die Riesendinger. Aber so möchte ich das dann am Schluss drin haben. So, die lackiere ich jetzt noch schwarz-matt und danach gehen wir gleich an das Ding hier. Dass ich heute das alles noch reinbringe. Ja, das letzte Mal wurde hier mit dem Föhn alles warm gemacht und. Ja, hat sich alles verbogen. Wenn meine Methode jetzt nicht funktioniert, werde ich das auch hier vorsichtig mit dem Föhn warm machen. Aber ich habe mal jetzt diese Idee hier bekommen mit dem Bügeleisen, mit unserem Werkstattbügeleisen.
Und ja, ich stecke es jetzt einmal ein, lasse es heiß werden und dann probieren wir es. Dann gucken wir mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. Ja, Flexkabel. Ob das warm genug wird? Ich weiß es nicht. Doch, es wird warm genug. Dann vielleicht bloß die Kante hier ein bisschen eindingern. Ja, das könnte schon fast ausreichen. So, dann probiere ich den Rest auch noch. Wiegen müssen wir es. Hilft nichts. Schatz, kommst du zum Bügeln? Ich kann nicht bügeln. Das glaube ich jetzt weniger, dass du das nicht kannst. Aha, da ist das andere Bügeleisen hin verschwunden. Ja, das habe ich vom David wieder geholt. Das hast du uns damals für die Werkstatt gegeben. Okay. Nee, sowas kann ich nicht bügeln. Das habe ich schon verstanden. Also ich kann ein Hemd bügeln. Und ein Jock und eine Hose und der Geier was, aber das nicht. Heiß, heiß, heiß. So Leute, jetzt haben wir unseren Knick hier drin. Unsere Biegung. Ich hoffe, die reicht aus. Das werden wir nachher erfahren, wenn wir die Scheibe draußen haben und das ja, Ding probieren, neid zu machen. Aber so übel sieht es nicht aus. Wenn man es hier jetzt anlegt. Ja, also ich glaube fast, das müsste ausreichen. Wir werden sehen. Hinspaxen, ausprobieren und dann sehen wir schon. So machen wir das jetzt. Dann würde ich sagen, habe ich alles soweit fertig, sehen wir uns vorne am V-Pin. Dann wären wir soweit, dass wir die Scheibe und den Monitor rausmachen. Ich weiß überhaupt noch, wie das geht. Bloß keine unnötigen Fingerdapser von unten reinbringen. Reicht schon, dass ich sie wieder von außen putzen muss. Schauen wir mal, ob ich sie überhaupt rausbringe. Oh. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, Scheißdreck. Kriege die Scheibe raus. Oh, jetzt. Und dann sicher im Nebenraum verwahren. Tja, alles schon wieder eine Weile her, wo ich das Ding auseinandergebaut hatte. Die Zeit.
Zeit vergeht, das glaubt man gar nicht. Den Monitor werde ich auch komplett abstecken und auch in den Nebenraum rüberwuchten. Hier war's. Jups. Ja, und dann gucken wir doch mal, ob ich hier überhaupt den Shaker reinbringe. Und das auch noch dann mit der Abdeckung, so wie ich das vorhatte. Aber ich glaube fast, meine Sicherheitsabdeckung kann ich mir in die Haare schmieren. Weil die bringe ich hier nirgends unter. Schade drum. Wobei, wenn ich den Eumel hier so nein mache, den bloß mit zwei Schrauben hier festmache, das doch halbwegs funktionieren könnte. Ich den hier einfach gerade biege. Den einfach an der Seitenwand befestige. Das würde funktionieren. Aber es sieht scheiße aus, Leute. Ich lasse es weg. Na, Thema erledigt. Erst mit einem 5er vorbohren und dann mit einem 6er. Funktioniert. So Leute, funktioniert. Ich tue fertig bohren und hole mir im Anschluss einen Staubsauger, dass ich das Ganze noch aussaugen kann. Und danach hole ich euch wieder dazu. Dann werde ich mal eben noch die Kabel anschließen. So. Besteht überhaupt die Frage? Ja doch. Zack, zack. Dann mache ich die Teile hier wieder hin und verschraubt es und guck, dass ich das Teil dann irgendwo noch mit festmache, bevor wir es dann gleich festschrauben, das komplette Teil. So Leute, angeschlossen ist er und ja, mit der 2,5x12 Schraube schraube ich dann einfach noch den oder die Lüsterklemme fest. Die anderen Schrauben habe ich hier, Imbusschrauben mit so Klammern unten dran, Klammermuttern sage ich jetzt einmal, wo sich ins Holz reindrücken. Ja, schraube ich jetzt ganz einfach fest und dann geht es auch schon gleich weiter. Jetzt ist er drin. Ein Kabel habe ich eben mit der kleinen Schraube fixiert. Die Lüsterklemme.
Was ich auf alle Fälle noch machen werde, ist längere Imbusschrauben holen, weil die waren mir jetzt definitiv zu kurz. Leider habe ich da keine mehr da. Aber da, die werde ich auf alle Fälle noch austauschen. Tja, und was sehe ich da? Das gefällt mir gar nicht. Das war bloß so festgeklebt. Okay. Dann bin ich gerade wahrscheinlich etwas hängen geblieben. Oder auch was anderes. Nee, ich habe von unten die Dinger festklopfen müssen. Oh ja, mein Gott, muss ich wieder festmachen. So Leute, die Leiste da hinten habe ich jetzt ohne euch schnell ausgetauscht. Das Ding ist ja drin, das habe ich auch wieder alles festgemacht. Passt soweit alles. Dann hole ich jetzt einen Monitor, baue das zusammen und dann schauen wir hier vorne durchs Loch durch, ob das Teil da arbeitet. So Leute, dann schauen wir mal, ob er noch läuft. Ja, nachdem ich da so rumgeklopft habe unten und ja, die Scheibe werde ich auf alle Fälle nochmal rausmachen die Woche. Ui, 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 ui. Und dann mit meinem Schatz gucken, dass man die mal streifenfrei putzt. Taschenlampe her, reingucken und dann sehen wir gleich, ob das Ding losläuft oder nicht, ob die Gewichte davon fliegen. Nö, mach keinen Testlauf. Dann werde ich doch einmal das Spiel beginnen. Welcome to Hell in a Box. Tja, leider kann ich jetzt die Cam nicht halten und gleichzeitig hier spielen. Dann werde ich das erfüllen müssen. Tja Leute, den Sound werde ich jetzt aber runterdrehen, so wegs Liedern und naja. So, na. Also es macht mal Böp. Also, Brip macht er definitiv, das hat er vorher noch nicht gemacht. Ja, jetzt muss ich bloß mal gucken, wie man das am besten noch filmen kann. Ja, aber das Spiel spiele ich jetzt erst einmal in Ruhe fertig. Tja, so habe ich das gerne. Ja, nice Core gemacht, gefällt mir. Und ich habe noch nebenbei unten reingeguckt. Und was habe ich da gesehen? Dass der Motor bloß immer so leicht brrp, brrp macht. Ja, ich glaube,
das ist das, warum Bambi Blattfuß ja, mit mir sozusagen ein Date hat am Wochenende mit einem Flipper per Ferndings, hau mich tot, was weiß ich, möchte der das Teil einstellen. Da werde ich dann kein Video machen, rein theoretisch nicht, aber ich werde euch dann auf alle Fälle berichten, ja, wie es dann eben weitergeht. Also, brrp, brrp macht er, mehr kann ich momentan noch nicht dazu sagen. Ich muss mich selber erst einmal schlau machen. Dann würde ich mal sagen, mache ich jetzt den Flipper aus und mache dann nämlich Feierabend, weil wir auch schon wieder irgendwas um eins herum haben. Ziemlich spät geworden, aber egal. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Grillvideo, ganz bestimmt. Ja, weil da sind schon wieder zwei Stück auf der Festplatte. Leute, wir sehen uns. Ciao, Tschaikowski.